Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni hat Mitte rechts die meisten Stimmen erhalten, während die rechtsextremen Parteien fast ein Viertel der Sitze gewonnen haben. Die Mitte-Rechts-Partei der Europäischen Volkspartei hat 185 von 720 Sitzen im Europäischen Parlament errungen und gibt der konservativen Ursula von der Leyen Hoffnung auf eine zweite Amtszeit als Präsidentin der Europäischen Kommission. In Deutschland übertraf die rechtsextreme Alternative für Deutschland alle drei Parteien der Regierungskoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz. In Frankreich erhielt die rechtsextreme Oppositionspartei National Rally mehr als doppelt so viele Stimmen wie das zentralistische Bündnis von Präsident Emmanuel Macron. Die rechtsextreme Partei Brüder Italiens von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni belegte bei den Wahlen in Italien den ersten Platz. In Österreich verdoppelte die rechtsextreme Freiheitliche Partei die Zahl ihrer Sitze. Polens rechtsextreme Konföderationspartei hat ihr bisher bestes Ergebnis erzielt und wurde Dritter. Die Posaune hat den Rechtsruck in Europa schon lange vorhergesagt. Denn die Bibel prophezeit, dass sich die politische Zusammensetzung Europas dramatisch verändern wird, wenn die Menschen nach einem stärkeren, aggressiveren und selbstbewussteren Führer suchen. Japan wird noch vor Ende des Jahres mit dem Bau eines der größten und leistungsfähigsten Überwasserkriegsschiffe der Welt beginnen, berichtete der Telegraph am 30. Mai. Das Schiff wird mit dem Aegis-Feuerleitsystem aus amerikanischer Produktion ausgestattet sein, der fortschrittlichsten Raketenzieltechnologie der Welt. Das Schiff, das wahrscheinlich 2027/2028 fertiggestellt wird, wird Berichten zufolge im japanischen Meer patrouillieren, um ankommende Raketen abzuwehren. Es könnte aber auch offensiv eingesetzt werden, wenn dies genehmigt wird. Es könnte jedes chinesische Schiff übertreffen und das mächtigste Schiff im indopazifischen Raum werden, das nach den amerikanischen Kreuzern der Ticonderoga-Klasse das zweitstärkste der Welt ist. Die Bibel prophezeit die beeindruckende Remilitarisierung des modernen Japans und erwähnt dabei insbesondere seine Schiffe. Japan wird sich einem asiatischen Machtblock anschließen, der das größte Militärbündnis der Menschheitsgeschichte bilden und eine zentrale Rolle in einem nuklearen Dritten Weltkrieg spielen wird. Das deutsche Verteidigungsministerium plant, seine Reserven um 75.000 Soldaten aufzustocken, um seine NATO-Verpflichtung zu erfüllen, berichtete das Magazin Spiegel am 7. Juni. Auf dem Vilnius-Gipfel 2023 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der NATO den ersten großen Verteidigungsplan der Allianz seit dem Kalten Krieg. Darin wurde genau festgelegt, wie die NATO auf einen russischen Angriff reagieren würde. Seitdem haben die Mitgliedstaaten daran gearbeitet, neue Anforderungen an Truppen und Waffenbestände zu erreichen. Eine hochrangige militärische Quelle sagte gegenüber Reuters, dass die Bundeswehr ihre Reserven weit über 75.000 Mann hinaus aufstocken könnte, da Deutschland ein wichtiger Aufenthaltsort für NATO-Operationen sein würde. Die Gefahr einer weiteren russischen Invasion macht vielen Europäern Angst. Insbesondere Deutschland weiß, dass es sich militarisieren muss, wenn Europa Russland die Stirn bieten will. Wenn Sie mehr über die aktuellen Weltnachrichten und Ihre Beziehung zur biblischen Prophetie erfahren möchten, besuchen Sie bitte dieposaune.de.